Kapitel 21. Wind kam auf. Der Wind legte sich wieder. Erneut verschwand die Sonne hinter dunklen Wolken und zwei Regentropfen fielen auf die Windschutzscheibe. Die Tropfen waren so groß, dass fast die ganze Scheibe nass wurde. Jake fuhr schneller. Hohe Bäume bogen sich unter dem Wind und plötzlich zerrte eine Böe unser Auto fast auf die ganze andere Straßenseite. Jake bog in einem holprigen Feldweg zwischen zwei Weizenfeldern ein. Das Klaviergeklimper wurde dramatisch und nach einem Kilometer hörte der Weg mitten im Feld auf. »Ich fahr doch jetzt nicht zurück«, sagte Jake und rumpelte ohne zu bremsen geradeaus. Die Halme prasselten auf das Blech und gegen die Türen. Jake ließ den Wagen im Weizenfeld ausrollen, schaltete runter und gab Gas. Der Motor zog langsam an, wie ein Schneepflug teilte die Kühlerhaube das Meer aus gelbem Weizen. Obwohl der Lader seltsame Geräusche machte, schaffte er den Acker fast mühelos. Nur die Orientierung war schwierig, man konnte nicht richtig vor selbst gepflügt haben. Ich schlug vor, Jake sollte versuchen, unseren Namen in den Weizen zu schreiben, sodass man sie später an einem Hubschrauber aus lesen konnte oder bei Google Earth. Schon beim Querbalken vom Tee verloren wir die Übersicht. Wir fuhren einfach nur herum, krochen immer weiter einen Hügel hinauf und als wir ganz oben waren, war das Feld plötzlich zu Ende. Jake bremste in letzter Sekunde. Mit der hinteren Hälfte standen wir noch im Korn, mit der Schnauze guckte der Lader in die Landschaft hinaus. Satt grün und steil abfallend erstreckte sich eine Kuhweide vor uns und gab den Blick frei auf endlose Felder, Baumgruppen und kleine Straßen, Hügel und Hügelketten und Berge und Wiesen und Wald. Auf dem Horizont türmten sich die Wolken. Man sah Wetterleuchten über einen fernen Kirchturm und es war totenstill. Der vierte Regentropfen klatschte auf die Scheibe. Chick schellte den Motor ab. Ich drehte Clayman aus. Minutenlang schauten wir einfach nur. Kleinere, hellere Wolken flogen über den Schwarzen hindurch. Blaugraue Schleier liefen über die entfernten Hügelketten, über die näheren Hügelketten. Die Wolke hob sich und kam wie eine Walze auf uns zu. »Independence Day«, sagte Chick. Wir holten Brot, Cola und Marmelade raus, und während wir noch damit beschäftigt waren, ein Picknick in unserem Auto aufzubauen, wurde es finster. Es war früher Nachmittag, aber es wurde finster wie die Nacht. Kurz danach sah ich, wie auf einer Weide eine Kuh umfiel. Ich dachte erst, ich hätte mich getäuscht, aber Chick hat es auch gesehen. Alle anderen Kühe hatten sich mit dem Arsch in den Wind gedreht, aber die eine war einfach umgekippt. Und dann hörte der Wind so plötzlich auf, wie er gekommen war. Eine Minute lang passierte nichts. Und man konnte jetzt nicht mal mehr die Aufschrift der Colaflasche lesen. Dann klatschte ein Eimer Wasser auf unsere Frontscheibe und es kam runter wie eine Wand. Stundenlang. Es krachte und donnerte und goss. Ein armdicker Ast mit Laub dran flog durchs Tal, als ob ein Kind Drachen steigen ließ. Als am Abend der Regen endlich aufhörte und wir aus dem Wagen kletterten, war das ganze Weizenfeld platt und die Wiese vor uns hätten sich im Sumpf verwandelt. Es war unmöglich weiterzufahren. Wir waren stecken geblieben und deshalb verbrachten wir unsere erste Nacht auf dem Hügel, auf den Autositzen schlafend. Wahnsinnig bequem war das nicht, aber wir hatten auch keine großen Alternativen in dem Schlamm da draußen. Kapitel 22. Ich schlief kaum, und das Gute daran war, dass ich beim ersten Lichtstrahl schon den Bauern sah, der auf seinem Traktor durch das Tal kariolierte. Aber ob er uns wirklich gesehen hatte, weiß ich nicht. Ich weckte Chick auf, der sofort den Wagen startete. Wir rutschten mehr rückwärts durch das Weizenfeld den Hügel runter, als wir fuhren, und dann ging's zurück auf die Straße und ab. Die Schokoladekekse waren mittlerweile wieder essbar, und nachdem wir sie gefrühstückt hatten, versuchte Chick, mich auf einer Wiese am Waldrand das Fahren beizubringen. Ich war zuerst nicht wahnsinnig wild drauf, aber Ching meinte, es wäre albern, Autos zu klauen, wenn man nicht fahren könnte. Außerdem behauptete er, ich hätte bloß Angst, und das stimmte. Ching drehte eine Proberunde für mich, und ich achtete darauf, was er da eigentlich machte, welche Pedale er trat und wie er schaltete. Das hatte ich zwar schon oft bei meinen Eltern gesehen, aber ich hatte nie richtig hingeguckt, und ich wusste nicht mal genau, welches Pedal welches war. Links ist Kupplung. Die lässt du ganz langsam kommen und gibst Gas. Siehst du? Siehst du? Natürlich sah ich mir. Zum Starten legt man den erst ein bisschen aufs Gaspedal tippen und gleichzeitig die Kupplung loslassen. Das ist das Schwierigste, das Starten. Da bräuchte ich 20 Anläufe, bis der Lader sich endlich mal in Bewegung gesetzt hatte. Und dann war ich gleich so überrascht, dass ich beide Füße hochnahm, das Auto machte einen Satz und der Motor ging aus. Einfach wieder auf die Kupplung, dann kannst du ihn nicht abwürgen, auch beim Bremsen. Immer gleichzeitig die Kupplung, sonst wirkst du ihn ab. Aber bis zum Bremsen dauert das noch eine Weile. Das Bremspedal machte auch der rechte Fuß. Und damit kam ich erstmal überhaupt nicht klar. Aus irgendeinem Grund wollten immer beide Füße auf die Bremse. Als ich es dann irgendwann richtig hingekriegt hatte, dass der Wagen rollte, gurkte ich im ersten Gang auf einer Wiese rum und es war der Wahnsinn.
Der Lader machte, was ich wollte. Als ich schneller wurde, fing der Motor an zu heulen und Chick sagte, ich solle mal 3 Sekunden lang voll die Kupplung treten. Ich trat auf die Kupplung und Chick legte den 2. Gang für mich ein. Jetzt mehr Gas, sagte er. Und plötzlich schoss ich mit 30 dahin. Glücklicherweise war die Wiese sehr groß. Ich übte ein paar Stunden. So lange brauchte ich, bis ich es schaffte, den Wagen selbst zu starten, in den 3. Gang hochzuschalten und wieder runterzuschalten, ohne ihn dauernd abzuwürgen. Ich war schweißgebadet, aber aufhören wollte ich auch nicht. Chick lag auf der Luftmatratze am Waldrand und sonnte sich, und den ganzen Tag kamen nur 2 Spaziergänger vorbei, die keine Notiz von uns nahmen. Irgendwann machte ich eine Vollbringsum neben Chick und fragte, wie das mit dem Kurzschließen eigentlich funktioniert. Weil nachdem ich fahren konnte, wollte ich den Rest natürlich auch noch wissen. Chick klappte die Sonnenbrille hoch, setzte sich auf den Fahrersitz und wühlte mit beiden Händen in den Kabeln rum. Du musst das hier auf Dauer Plus legen. Die 15 auf die 30. Da ist die dicke Klemme für. Und die muss dick sein. Damit ist die Zündanlage unter Spannung. Und dann, das ist bei jedem Auto so? Ich kenne nur den hier, aber mein Bruder meint ja. Die 15, die 30 und die 50. Und das war's? Du musst noch das Lenkrad tot machen. Der Rest ist Pillepalle. Hier mit dem Fuß gegen und zack. Und die Benzinpumpe überbrückt natürlich. Natürlich. Die Benzinpumpe überbrücken. Ich sagte erstmal nichts mehr. Die Physik hatten wir einiges über den elektrischen Strom gelernt. Dass es Plus und Minus gab und die Elektronen wie Wasser durch die Leitung rauschten und so weiter. Aber das mit dem, was in unserem Lader vorging, offensichtlich nichts zu tun. Steuerplus und Dauerplus, das klang, als ob durch dieses Auto ein ganz anderer Strom floss, als durch die Kabel im Physikunterricht. Als wären wir in einer Parallelwelt gelandet. Dabei war wahrscheinlich der Physikunterricht die Parallelwelt. Denn dass es funktionierte, zeigte ja, dass Chick recht hatte.